Hi, hier ist der Schuh von Curved und in meiner Hand seht ihr das Nokia Lumia 820, unser Entwicklergerät für Windows Phone Betriebssystem. Dazu gibt es ein neues Update für Entwickler, aber wie ihr auch als Otto-Normal-Nutzer rankommt, das hatten wir euch schon mal gezeigt. Wenn ihr es nicht mehr wisst, dann geht bei uns einfach auf die Seite drauf. Wir verlinken auch noch den Artikel dazu. Hier in meiner Hand eben mal das Windows Phone 8.1 mit dem Update für Entwickler und ihr seht hier auch schon eine kleine Neuerung. Und zwar kann man jetzt endlich hier einen Ordner anlegen und dort die ganzen Live-Tiles, die ihr eben halt habt, auch nochmal ein bisschen übersichtlicher kategorisieren und ordnen. Man kann natürlich hier eine App nehmen oder besser gesagt einen Live-Tile nehmen und sie dann dort rein platzieren. Jetzt ist es mir das natürlich wieder nicht gelungen. Moment, so, zack. Und da drin ist es. Und ihr könnt das auch innerhalb des Ordners noch ein bisschen die Sortierung verändern, auch die Größen verändern, kleine oder eben halt die große Variante oder die normale viereckige Variante, so wie es eben halt auf dem Live-Teil eben halt gewohnt ist. Natürlich könnt ihr auch den Namen ändern des Ordners. Das könnt ihr so wie es bei Android oder auch bei iOS seit einigen Versionen eben halt da ist, auch vornehmen. Sehr schön ist auch, dass man dann, wenn man das in der Live-Teil wieder zumacht, die Kachel hier mit dem Ordnern, dass man dort auch noch ein bisschen dynamisch ab und zu mal die ganzen Live-Tiles durchgewechselt bekommt, sodass es eben halt immer noch ein lebendiges OS eben halt ist. Und was sonst noch dazu gekommen ist, dass da zum Beispiel bei den SMS endlich eine Mehrfachlöschung von Nachrichten vorhanden ist. Es gibt dann auch noch Cortana in verschiedenen Sprachen mittlerweile. Es wurde eben halt in Australien und so weiter und so fort auch noch gelauncht. Australien, Großbritannien, noch ein englischsprachiges Land, Indien und auch China hat das mittlerweile bekommen. Die deutsche Sprache scheint wohl ein bisschen schwieriger zu sein für die Microsoft-Leute, dass sie Cortana eben halt hier noch nicht dann in die Beta-Phase entlassen haben. Die Länder, die ich genannt hatte, dort ist es jetzt mit dem Entwickler-Version-Update verfügbar und man kann das eben halt einsetzen. Was noch wichtig ist, für diejenigen, die mal gerne ihr Telefon aus der Hand geben, zum Beispiel dem Kind oder den Kindern oder den Verwandten oder sowas, mal ganz kurz. Dort gibt es jetzt auch noch eine Funktion, die nennt sich Apps Corner. Da seht ihr es. Hier einfach mal draufklicken und da wird es jetzt eben halt euch gesagt, dass ihr so eine Art Guest Mode einrichten könnt. Ihr könnt einen separaten Startbildschirm einrichten und dort nur diese Apps freigeben, die ihr auch wollt. Einfach anhaken, auf OK drücken und dann ist dann für diesen gesonderten Fall ein Guest-Mode-ähnlichen Modus aktiviert und diejenigen haben keinen Zugriff auf eure privaten Daten. Die können nur diese Apps eben halt verwenden, die ihr eben halt freigegeben habt. Das war es soweit zu den ganzen Neuerungen in der Entwickler-Update für Windows Phone 8.1. Wann die finale Version eben halt erscheint und auf welchen Geräten es zuerst released wird, das erfahrt ihr natürlich auf unserer Seite unter curved.de. Und wenn ihr das Video mögt, liked es, shared es, erzählt euren Freunden von Curved und alle weiteren Informationen nicht nur zu Windows Phone 8.1, sondern auch zu allen anderen mobilen Betriebssystemen gibt es natürlich nur auf unserer Seite auf curved.de. Thank you.